Lieben, heute gibt es wieder ein neues Erklärvideo von mir zum Thema Heißhungerattacken. Wir kennen das alle, wir sitzen auf der Couch und plötzlich kringelt es und pringelt es in unserem Kopf und wir werden diesen Gedanken nicht los, wir brauchen dringend jetzt irgendetwas Süßes. Also, was passiert da mit unserem Körper und wie können wir das vermeiden? Bleibt dran! Hallo ihr Lieben, ja, wir kennen alle dieses Biest um 20.15 Uhr. Klopft es an die Tür und es möchte rein, es ist der Heißhunger. Er möchte mit uns auf die Couch, ja, mit uns direkt auf die Hüften gehen. Aber was können wir dagegen tun? Also, ich erkläre euch in diesem Video, was ihr wirklich dagegen unternehmen könnt. Wie entsteht Heißhunger überhaupt? Wir haben noch den ganzen Tag genug gegessen. Ich habe morgens gefrühstückt, ich hatte in der Mittagspause ein vernünftiges Essen. Dann habe ich zwischendurch noch vielleicht einen Snack gehabt. Ich habe versucht, gut zu trinken. Ja. Und warum habe ich dann abends, sogar nach dem Abendessen, wo ich doch denke, ich habe genug gegessen, wieso habe ich dann noch zum Donnerwetter Heißhunger? Das kann doch gar nicht sein. Das fragen sich doch viele, oder? Ja, das große Geheimnis liegt im Grunde im Insulinspiegel. Es ist etwas rein Physiologisches. Und heute nehme ich euch mit auf eine physiologische Ernährungsreise und erkläre euch das mal. Und wenn ihr das mal richtig verstanden habt, dann könnt ihr nämlich dieses Biest vor der Tür lassen. Also, ja, hinter mir mal wieder eine schöne Grafik habe ich für euch rausgesucht und recherchiert. Und ein Tag fängt ganz normal an und nimmt seinen Lauf mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und zwischendurch einen Snack vielleicht. Ja. Und dann kommt das Insulin ins Spiel. Es ist total zuverlässig. Es kommt an, sobald ihr etwas Kohlenhydrathaltiges gegessen habt. Denn Kohlenhydrate wandelt der Körper um in Glucose. Und diese Glucose ist das Abbauprodukt von den Kohlenhydraten. Das befindet sich im Blut und da kommt das Insulin ins Spiel und räumt fleißig auf. Dem Blutzucker ist es egal, ob ihr jetzt irgendwie Lakritz gegessen habt oder Schokolade gegessen habt oder ob ihr Brot gegessen habt oder Nudeln gegessen habt. Es wandert immer als Glucose ins Blut. Ja? In die Leber bringt es diese ganze Glucose und auch in die Muskelzellen bringt es diese ganze Glucose. Warum? Ganz einfach, denn damals, als wir noch im Urwald gelebt haben oder auch im Busch oder sonst irgendwo, da haben wir uns schützen müssen vor bösen Tieren und wir brauchten vor allem Schnellkraft, genau. Und der Körper brauchte sofort verfügbare Energie und das in Form von Glucose. Deswegen sind wir heute noch darauf gepolt und der Körper ist noch so programmiert und so gespeichert, dass wir zuckerhaltige Lebensmittel total bevorzugen, weil es uns einfach sofort Energie gibt. Nun ist es aber heute so, dass wir eigentlich nicht mal vor Tieren weglaufen und es ist nicht mehr so, dass wir uns so viel bewegen. Was passiert also mit dem Körper? Er produziert immer mehr Insulin und die Leber hat eigentlich schon genug und die Muskelzellen haben auch eigentlich schon genug. Und dieses zuverlässige Speicherhormon, was ja eigentlich dafür zuständig ist, wie Wall-E im Weltall, den ganzen Schrott wegzusortieren, ja, wird plötzlich abgelehnt im Körper. Das Insulin steht dann da vor verschlossener Türe. Im schlimmsten Fall entsteht eine Insulinresistenz. Die Leber macht zu, die Muskeln sind voll und irgendwo muss jetzt im Grunde dieses ganze Abbauprodukt hin. Und dann geht das in allererster Linie in die Fettdepots. Fettdepots ist im Grunde so die letzte Instanz. Wenn der Körper das nicht mehr verwerten kann, geht es in die Fettdepots. Und da ist es ganz wichtig, dass im Grunde diese überschüssige Energie, die der Körper zu viel hat, abgebaut wird, damit wir gar nicht erst anfangen, Glucose in unsere Fettzellen einzuspeichern. Vor allem hier in dem Bereich, das viszerale Fett, was sich um die Organe herum gerne ansammelt. Und im Laufe der Zeit, über viele Jahre hinweg, entsteht Übergewicht. Und dann wundert ihr euch vielleicht, wenn ihr Fotos seht von vor 10 Jahren zum Beispiel, habt ihr noch anders ausgesehen. Heute habt ihr vielleicht 10 Kilo mehr drauf. Ich sage jetzt mal, solche Zahlen ist jetzt egal, ist jetzt nicht wichtig. Aber wenn ihr das jetzt mal multipliziert auf die nächsten 10, 15 Jahre, wie könntet ihr bei jetzt gleichbleibender Ernährung aussehen? Um das jetzt mal ganz radikal auszudrücken, ist der Verzehr von regelmäßigem zu hohen Kohlenhydratgehalt der direkte Weg in eine Diabetes. Ja, klingt brutal, es ist aber auch brutal. Hier sehen wir es an der Grafik nochmal genau. Ihr habt gefrühstückt, der Insulinspiegel steigt hoch und dann sinkt der Insulinspiegel. Lasst ihr eine große Lücke zwischen Frühstück und Mittagessen, hat der Körper auch mal die Gelegenheit, Fett abzubauen. Wenn der Körper einen zu hohen Insulinspiegel hat, permanent und immer wieder zu hohe Glukosewerte im Blut auch hat,
blockiert das auch die Fettverbrennung. Und daher kommt auch dieser Begriff Low Carb, hat jetzt im Grunde genommen nichts mit Diät an sich zu tun, sondern einfach mit einem bewussten Ernährungsstil. Also, weil wenn ihr schon morgens ganz normal kohlenhydratbewusst euch ernährt habt und mittags auch nochmal was gegessen habt mit Kohlenhydrate, dann braucht ihr es abends wirklich nicht mehr. Ständig diese zu hohen Insulinspitzen sorgen auch dafür, dass der Körper nicht zur Ruhe kommt. So kann das nämlich auch passieren, wenn ihr tagsüber zu viel Kohlenhydrate zu euch genommen habt. Ihr sitzt abends auf der Couch, eigentlich habt ihr gar keinen Grund noch Hunger zu haben, aber das Gehirn sendet euch das Signal, Hilfe, ich verhungere, hallo, die Chips her. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ihr jetzt ein hochwertiges Vollkornprodukt esst oder kurzkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Weißmehlbrote oder Süßigkeiten zum Beispiel. Diese Süßigkeiten, die gehen sofort ins Blut, diese Weißmehlprodukte gehen auch sofort ins Blut und der Insulinspiegel schießt total schnell nach oben und genauso schnell fällt er wieder ab. So, habt ihr aber langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder Wildreis oder Kartoffeln, dieses geht langsamer im Blut und somit steigt der Insulinspiegel auch langsam. Ja, es schießt jetzt nicht so nach oben und ihr gebt dem Körper noch die nötige Bewegung, um diese Energie wieder loszuwerden, kommt ihr in den Prozess der Fettverbrennung. Denn eins ist klar, habt ihr zu viel Insulin im Körper und ihr werdet diese Energie nicht los und der Körper speichert immer mehr Glucose in die Fettdepots ein, werdet ihr auch zwangsläufig müde, seid dauermüde. Und wenn ihr müde seid und totale Erschöpfungszustände habt, habt ihr auch keine Lust, Sport zu machen. Ihr kommt in einen Teufelskreis. Und um diesem Biest, dem Heißhunger, entgegenzuwirken, gibt es natürlich Lebensmittel, mit denen man sich tagsüber wappnen kann und vor allem die auch eine hohe Nährstoffdichte haben. Denn zum Beispiel Brot und Nudeln und so weiter, die machen eigentlich nur pappensatt, liefern zwar direkte Energie, aber wenn man diese Energie nicht abbaut, wird sie eingelagert in Form von Fett, aber liefert auch kaum Nährwerte, so gut wie gar keine. Und daher ist es wichtig, dass man hochwertige Produkte zu sich nimmt, unverarbeitete Produkte zu sich nimmt. Und welche Top 10 Lebensmittel das sind, das werde ich euch in meinem nächsten Video erklären, damit ihr nicht in diese böse Heißhungerfalle tappt und abends diesem Biest praktisch die Türe vor der Nase zuhaltet. Und falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu schenken, den Kanal zu abonnieren.